Da unsere Präsentation nun fertig ist, können wir damit beginnen, unsere Präsentationstechnik zu üben, durchzugehen, so dass wir auch unsere PowerPoint-Präsentation bestmöglich präsentieren. Das Ganze können wir auf verschiedene Wegen durchführen. Und zwar haben wir hier unten rechts neben dem Zoom-Faktor einmal ein Icon, um die Bildschirmpräsentation zu starten. Wir können aber auch oben in der Registerkarte auf Bildschirmpräsentation gehen. Dort haben wir einmal die Möglichkeit, die Präsentation von Beginn an zu starten, von der aktuellen Folie oder auch in Microsoft Teams präsentieren. Ich habe auch hier oben den Button in Teams. Dafür muss ich allerdings noch nebenbei eine Microsoft Teams Besprechung beitreten und dann wird das direkt durchgeschubst Richtung Microsoft Teams oder ich drücke einfach F5 und dann öffnet sich Folgendes. Dadurch, dass ich jetzt hier zwei Monitore habe, später, wenn das Ganze über einen Beamer läuft oder auch über einen Fernseher oder dergleichen, ist das vom Prinzip her genau dasselbe, was ich euch jetzt hier zeige. Das, was wir jetzt hier sehen, ist mein persönlicher Bildschirm. Den sollte eigentlich nur ich sehen und nicht meine Teilnehmer, denn hier finde ich alle meine Funktionen. Auf dem Hauptbildschirm natürlich die Folie, die jetzt aktuell gezeigt wird. Wir haben eine kleine Übersicht der nächsten Folie und auch eine Übersicht der Notizen meiner aktuellen Folie. Das sind alles Informationen, die meine Teilnehmer nicht sehen. Meine Teilnehmer sehen nur das, was hier in der Mitte ist. Unterhalb der Hauptfolie habe ich natürlich schicke Werkzeuge, wie zum Beispiel einen Laserpointer. Wir sehen jetzt den Laserpointer in der Hauptfolie. Unsere Teilnehmer würden genau dasselbe sehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einmal auf den Stift zu gehen und sagen, so, wir sprechen heute wirklich mal über die Points. So können wir dann auch Inhalte hervorheben. Wir haben auch noch weitere Möglichkeiten, einmal eine andere Übersicht zu öffnen. Diese Übersicht sehe auch wieder nur ich. Und erst dann, wenn ich eine Folie aktiv anklicke, würden meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch die Veränderung erst sehen. Deswegen springen wir einmal zurück. Wir haben die Möglichkeit, hier nochmal einen kleinen Zoom durchzuführen. Und auch hier wieder das, was wir hier sehen, sehen auch meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben auch mittlerweile die Möglichkeit, Untertitel einzurichten und zu aktivieren. Das Ganze hat jetzt ein wenig gedauert, aber nun funktioniert es zuverlässig. Also auch hier haben wir die Möglichkeit, barrierefreie Kommunikation zu ermöglichen. Also PowerPoint bietet uns hier wirklich eine Reihe von Möglichkeiten. Hier oben mit der wichtigste Punkt, Anzeigeeinstellungen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, habe ich die Möglichkeit, die Bildschirmpräsentation zu duplizieren. Möchte ich in dem Fall nicht. Ich möchte die Monitore tauschen. Wenn wir das Ganze einmal machen, dann wird der Inhalt der Monitore einfach getauscht. Also das, was wir eben als meine persönliche Ansicht gesehen haben, ist jetzt die Teilnehmeransicht und umgekehrt. Schließt ihr euer Notebook an den Beamer, Fernseher, Präsentationsgerät, was auch immer es ist, an und ihr seht das falsche Bild auf eurem Notebook, dann geht ihr einfach entsprechend auf diese Funktion und könnt das Ganze dann einmal drehen. Ich zeige es euch nochmal. Hier oben Anzeigeeinstellungen und Referentenansicht und Bildschirmpräsentation vertauschen. Das soll es auch schon fast gewesen sein. Wir werden hier einmal wieder herausgehen. Ihr seht, auch hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze in Microsoft Teams durchzuführen. Hat tendenziell die gleichen Funktionen wie das, was wir eben gesehen haben. Allerdings dadurch, dass PowerPoint Live auch immer interessanter und relevanter in Microsoft Teams verankert ist, solltet ihr vor eurer Präsentation, gerade dann, wenn es eine wichtige ist, auf jeden Fall mal in diese Präsentationsansicht springen, in die wir eben hineingesprungen sind, um zu schauen, gibt es eventuell neue Funktionen, neue Möglichkeiten, eine Präsentation durchzuführen. Ungünstig wäre es, wenn ihr diese schicken Highlights oder diese schicken Funktionen erst dann seht, wenn ihr mitten in eurer Präsentation seid. Das führt eventuell bei dem einen oder anderen zu Unsicherheiten
und eventuell auch zu ein paar kleinen technischen Problemen. Deswegen, selbst wenn ihr sicher in PowerPoint seid, vor wichtigen Präsentationen, nehmt euch mal eben 2, 3, 4, 5 Minuten, springt in die Präsentationsansicht, schaut, ob sich da was verändert hat oder nicht. Und wenn ihr was Neues seht, probiert es direkt aus. Und dann solltet ihr eigentlich für die Präsentation eurer nächsten PowerPoint bestens gewappnet sein und auch technisch auf der Höhe.